Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Total War Warhammer mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind wieder zurück im Imperium und werden uns heute vielleicht ein weiteres Mal der Chaosflut entgegenstellen. Weiß ich nicht genau, wie wir das machen. Im Idealfall schätze ich mal gerade hier hin. Jetzt stehen wir aber definitiv hier in der Stadtgrenze, ne? Okay, gut, alles klar. Dann wählen wir mal die Stellung Lager aufschlagen. Schlag mal dein Lager auf. Ich sehe den Eichhorn immer noch nicht. Wann kommt denn der Heckenbangard mal endlich? Okay. Da das aber drei Armeen sind, würde ich vorschlagen, wir ziehen unseren Hexenjäger mal gerade so ein bisschen darüber. Denn der Typ, der nervt zwar so ein bisschen, der nervt aber nicht so krass wie drei Chaos-Armeen. Und mit ihm kann ich wenigstens diese Chaos-Armeen versuchen lahmzulegen. Wir bekommen jetzt Erfahrungsboni auf rekrutierte Hexenjäger. Ich kann immer nur noch einen bauen. Sag mal. Mann. Ah ja, und Kriegspriester. Genau, die kriege ich ja auch noch. Kriege ich Kriegspriester in einer Stadt mit einem noch höheren Bonus? Sag mal, bleib doch einfach da drauf. Jetzt muss ich das jedes Mal anklicken. 5 hier. 3 hier. 3 hier. 5 in... Wo sind wir da? 5 in Talabheim. Geht noch was mehr als plus 5. Okay, sieht nicht so aus. Dann holen wir mal schnell so einen Kriegspriester. Blind, verstümmeltes Bein, kompromisslos. Helden Selbstverteidigung plus 8, Chance Angreifer zu verwunden. Klingt so nach dem richtigen Mann fürs richtige Geschäft. Dann bitte diesen. Oh, Moment mal bitte. Und ich bin wieder zurück und wollte mir überlegen, was ich ihm für ein Skill gebe, ne? Verscheißen unter Belang? Nee. Ja, ne, das ist halt eben so ein Ding. Als Agenten ist es echt kacke. Ne, robust Wundheilzeiten. So, was kommt dann? Entkräfte, Armee demoralisieren, Plünderer, Gebäude beschädigen, Truppen heilen, Ankläger, Attentat plus 8. Das ist schon ganz nice, ne? Aber typischerweise nimmst du doch dann einflussreich, ne? So. Dann läufst du hier hoch, weil hier oben kannst du Attentäten, ne? Nicht vergessen, die Agenten kosten auch Unterhalt, ne? Will ich nur einen zweiten? Ich habe ja momentan eigentlich noch genug, ne? Ich will hier die Dinger will ich jetzt ausbauen. Stopp. Ich kann einen noch hier hinstellen, fällt mir ein. Doch. Machen wir. Ich nehme noch einen mit, ja, nimm den Blinden. Den stelle ich dann nächste Runde direkt hier auf. So. Alles klar. Was habe ich noch? Dauert. Kannst laufen. Rekrutier ist bereits. Auflösen. So viel brauchen wir da nicht. Da dauert auch nur noch eine Runde hier in der Provinz, ne? Das ist eigentlich schon ziemlich nice. Ich muss mal gerade gucken, welche Provinzen sind denn jetzt hier? Du bist fertig entwickelt, ne? Gut, da sind wir schon auf dem Steuersatzpunkt drauf.
Wir runden bis zum nächsten Überschuss 3, hä? Verstehe ich nicht, egal. Du brauchst noch. Du brauchst auch noch. 8 Runden, okay. Mhm. Du brauchst auch noch. Wir gehen aber hier auf Wachstum. Stopp. Ich bin hier auch auf öffentliche Ordnung. Ich sollte auch hier auf Wachstum gehen. Ich kann dich bauen. Will ich aber nicht. Du bist auf Wachstum. Können wir aber jetzt auf Steuern setzen, ne? Reduktion der Korruption. Nee, Rekrutierungskosten. Pff, nee. Steuern. Auf jeden Fall Steuern. So. Hier kommt das Ausbildungsfeld hin. Kapitelhaus der Pantherritter. Warum habe ich das noch nicht gebaut? Weil ich ein Trottel bin, ne? Ja, wahrscheinlich. Okay, dann warten wir da noch ein bisschen. Ja, bau das aus. Du brauchst noch Wachstum. Du brauchst auch noch Wachstum. Können wir aber schon mal langsam auch auf Steuersatz umändern. Ja, gut. Okay, ich glaube, das haben wir gut gemacht. So. Ready, steady. Du läufst weiter rüber, ne? Okay. Mhm. Ja, schön. Forschung. Öffentliche Ordnung plus 2 ist gut. Reduktion noch besser. Erstmal. Einkommen aus Häfen. Ja, sicherlich cool, ne? Also ich finde die Forschung hier, die sind alle geil. Es ist halt krass, wie viel länger man hier braucht im Vergleich zu der Sache mit den Vampiren. Da ging es halt so viel schneller mit der Forschung. Was für ein Deppenverein da hinten, ey. Das muss man auch einfach mal sagen. Diese ganzen Chaos-Deppen. Zornige Götter, öffentliche Ordnung minus 3 und dafür Wachstum oder... Hä? 1000 Gold weg für plus für öffentliche Ordnung. Okay, gut. Hm. Der kann gerade nicht verstärken. Aber ich kann auch nicht angreifen. Lol. Super, schön. Ja, anders kann man sich das ja auch nicht vorstellen, ne? Ja, mit Kislev, da machen wir mal noch nix. Jetzt steht er da schon wieder so provokativ neben mir, ne? Ich hab's gewusst, ich jetzt lassen sollen, einfach weiterrennen sollen. Du bist der Kompromisslose. Gut. Du bist der Blinde. Genau, bete mal. Karl Franz ist fertig, ne? Ne, eine Runde braucht er noch. Ah. So. Ach nee, komm, echt, mir fehlen immer. Mir fehlt halt andauernd Geld, da warte. Mann, anders, mach den mal gerade weg. So.
So, dann rekrutieren wir den erst in 4 Runden. Geht nur einer? Ach, dann... Boah, es geht noch nicht mal ein Hellebardenträger, ey. Ja, mach den Musketenfritzen halt. Aber ich will den Rekrutierungsslot jetzt auf jeden Fall ausnutzen. Yes. Hierhin. Schneller. Du hast den Überschuss, ne? 5 von 5. So. The nation calls. Einkommen aus Gebäuden. Forschungsrate plus 10. Handelseinkommen. Bewegungsreichweite auf Kampagne plus 8. Aura Größe Rüstung. Also du bist einer von denen, die kämpfen müssen. Vielleicht hier noch so eine... Obwohl, ja. Ist da nicht ganz so einleich. So, weiter hoch. The Empire, a land of pet. Do not greet me as a friend. Keine Armee und gar nichts, ne? Aber trotzdem wollen sie noch nicht mal nicht Angriffspakt mit mir. Das wird sich, vielleicht wird sich das auch ändern, wenn ich die Vampire platt gemacht habe. The old alliance is dead. Ja, das merke ich auch. Ja, wir sind Kriegerkerne. Ah ne, militärischer Zugang. Ja, ist okay. Ist doch vollkommen in Ordnung. Boah, da oben geht's jetzt aber auch runter. Ne? Mission erteilt, besiegt in der Stadt folgenden Kommandanten. Fellmann. Ingerson. Never! Nö, mach ich nicht. Mach ich auf jeden Fall jetzt noch nicht. To the provinces. Empire's blessings, yes. No. Sigma compels us. Wenn man genau nachgucken. Ja, also da stehe ich aber definitiv hier drin, ne? Ja, verbunker du dich doch auch mal da. So, for Sigma. Also die Chancen sind einfach so unglaublich kacke. Yes. Mit Erfolg, Geilo Mart. Schön. Oh, da oben gibt's mal wieder eine Siedlung, die platt gemacht werden will. Das ist ein Job für Fransenkarl. Empire's blessings, yes. Sigma compels us onward.
waste my potential. Ja. Die und die haben wir. Bauen wir zwei Dampfpanzer. Ah, du hast sogar ein Level gekriegt. Weiter, du Nuff. Hierhin. Du bleibst da. Genau. Ja. Ja. Der kolonisiert halt wieder die ganzen Siedlungen neu. Da habe ich keine Lust drauf. Aber dann kann ich sie wenigstens nochmal plündern, ne? Ja, ja. Das wird den auch 2,50 Euro gekostet haben, ne? Ja, das Doofe ist, ich kann mit meinen Armeen nicht wirklich viel anfangen. Was willst du gegen 3 Armeen machen? Vor allen Dingen, wenn die ganze Zeit nur so aufeinander rumhängen. Das ist halt auch total kacke. Ah. Das könnte interessant werden. Na, guckt euch doch das mal an. Wir kriegen Unterstützung und... Ich würde sagen, das könnten wir versuchen, ne? Ganz viel Artillerie hier. Das Doofe ist, ich weiß halt nicht, was die KI halt macht, ne? Aber wir müssen es halt schon machen. Gar nicht so schlecht. Wir haben nur 4 Kavallerieeinheiten. Das ist nicht so gut. Wow. Ja, ich bin mir jetzt absolut nicht sicher. Unsere Verstärkung kommt da hinten. Das soll mir recht sein. Wir machen direkt mal Folgendes. Wenn seine Verstärkung tatsächlich da kommt, ja, dann haben wir hier 2 Höllenfeuer-Salvenkanonen. Um ihn mit Salutschüssen zu begrüßen. So, du müsstest doch eigentlich so eine schöne Schussbahn haben, oder? So, ne? Das sieht nach einer ordentlichen Schussbahn auf jeden Fall aus. Wir haben hier unseren Pampfdanzer. So. Unser Luminarium. Und die stellen wir gleich auch auf. Stell den mal so mitten rein, ne? So, Dalle. Starten wir das Gefecht. Ja, Tatsache, da wird echt was rauskommen. Okay, dann machen wir Folgendes jetzt. Vielleicht können wir... Oder vielleicht funktioniert das ja heute so, wie ich es vorhabe. Dass ich nämlich hingehe. Und diese Truppen jetzt so aufstelle. Nein, es funktioniert, oder? Doch, müsste funktionieren. Müsste funktionieren. Dann fahr du schon mal hier hin. Kavallerie ziehen wir hier auf die Seite. Den General hier hin.
dich einmal hier hin. Und einmal hier hin und dann gucken wir mal. Boah, geil. Warte mal, schießen die tatsächlich hier auf die Einheiten? Weil natürlich müssen unsere Höllenfeuer-Salvenkanonen, die müssen ja irgendwie so hier reinballern, ne? Und ich glaube, du musst dann tatsächlich ein Stückchen vorrücken. Rücken wir noch so ein paar Meter vor. Und du bitte auch, ja. Hier, schieß mal auf den. Das müsste doch eigentlich hinhauen. Feuer frei. Okay. Das sind Fernkämpfer, die ignorieren wir noch einen Moment. Ich möchte jetzt wirklich gerne mit den Einheiten da rein. Und hast du was getroffen? Von Artillerie angegriffen, sehr müde. Das ist schon mal geil, ne? Ach so, ne? Weil das ja auch, die müssten eigentlich alle sehr müde sein. Genau. Das ist echt ein großer Vorteil für uns, weil das ja Truppen sind, die im Gewaltmarsch sich befanden, ne? Mhm. Okay. Jetzt ist die Frage, ich würde ja, glaube ich, jetzt schon sagen, dass wir nach Möglichkeiten so nach hinten abschirmen. Unsere Artillerie müssen wir halt auf jeden Fall jetzt schützen, denn die ist in der Tat für unseren Sieg hier ganz entscheidend. Ohne das brauchen wir es, glaube ich, so auch nicht zu versuchen. Ich würde sagen, wir nehmen den Dampfpanzer mal noch ein Stück mit hier rüber. Genau, euch habe ich schon in Bewegung gesetzt. Und wir könnten dann jetzt tatsächlich unsere Formation ein bisschen ändern. Uns hier ein bisschen breiter aufstellen. Und versuchen, mal hier konzentriertes Fokusfeuer auf die Einheiten, ne? Vielleicht dann doch zurück. So, ich muss hier jetzt pausieren, weil es gerade ultra laggt. So, wie sieht das hier aus? Was kannst du machen? Ah, das geht auf sich selbst, ne? Mhm, alles klar. Genau, bitte direkt hier im Rücken angreifen. Fang den mal ab und du kannst auf jeden Fall hier durchstoßen. Der will natürlich auf das Luminarium hier drauf. Müssen wir mal gucken, dass wir hier so ein bisschen... rüberfahren. Bringt es noch was, hier auf die Flanke zu ziehen? Ich finde schon, doch. Wir könnten hier rüber auf die Flanke und dann hier seine Einheiten angreifen. Damit die auf jeden Fall jetzt so rausrücken. Du musst nach da abschirmen. Du musst hier rüber. Und du auf jeden Fall jetzt so rum attackieren. So, und jetzt bin ich mal gespannt, was unser Dampfpanzer hier auch reißen kann. Ja, ist schade, dass das so... Das sind halt so ultimativ viele Einheiten, deswegen laggt das jetzt so.
Wenn wir die erste Armee hier aufreiben, haben wir eigentlich gar nicht mal so schlechte Karten. Das Doofe ist unser Verbündeter. Der hat halt selbst. Ja gut, er schießt halt auf die Artillerie des Gegners. Er hat halt selbst keine Kavallerieeinheiten wirklich dabei. Doch hier eine Einheit Pistoliere. Das hilft uns hier nicht viel, ne? Das hilft uns hier nicht viel. Ich sehe uns hier in der Schlacht leicht vorne. Mit leichten Vorteilen. Müssen gucken, dass wir auch die Aura-Effekte mitnehmen. Vielleicht auch hier wirklich mit unserem General noch stärker den Nahkampf suchen. Hier bitte einmal reinbrettern. Und bitte hier auch einmal reinbrettern. Schießt du bitte hier rauf. Schieß bitte auf die. Ja, ich glaube, wir können ihn aufrollen. Ich muss gerade gucken, du bist hier auch im Nahkampf, ne? Das hier ist ganz gut. Schieß mal auf ihn, auf die Bestien. Auf die müsste auch ganz gut gehen. Schieß mal, ne, schieß mal auf die, schieß mal ruhig auf die, ne, schieß auf die Bestien, die sind schneller als die Trolle. Du kannst versuchen, hier drüben noch mit zu wirken und du stürzt dich mal auch hier mit ins Getümmel. Ist halt, der Artilleriebeschuss macht hier eine Menge aus, glaube ich. Und vor allen Dingen die Tatsache, dass wir mit dem Dampfpanzer jetzt hier auch im Rücken attackieren, ne? Komm mal ruhig näher ran. Ich will hier jetzt eine Massenpanik sehen. Also, das Chaos natürlich, nicht von uns, ne? Attackier hier drüben. Wir müssen schauen, was wir mit unseren, was wir mit unserer Kavallerie hier veranstalten. Ja, ist schöne Charge-Attacke. Stopp. Die Kanonen dürfen jetzt sich hier nicht irgendwie wegbewegen oder so. Das wäre ganz fatal. Aber ich glaube, wir könnten definitiv mal hier versuchen, ein paar schöne Schüsse anzubringen. Komm da raus. Das Krasse ist halt eben, hier kommt momentan echt der riesen Fäkalschauer auf uns, weil hier an dieser Stelle die gegnerischen Verstärkungstruppen spawnen. Das ist ganz, 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 ganz krass. Und das ist durchaus eine Gefahr, dass wir hier viele Truppen verlieren. Das wäre nicht schön. Das wäre definitiv nicht schön. Ja, du kannst auch mal da reinschießen. Du musst jetzt rausrücken. Ich sehe hier eigentlich keine Alternative. Und du musst ihn jetzt da drüben ersetzen. Nicht gut, nicht gut. Unser General macht das aber hier ganz hervorragend, kann man auf jeden Fall sagen. Wir setzen jetzt hier auch nach. Und jetzt müssen wir hier die Kavallerie endlich auch mal ein bisschen im Nahkampf entlasten. Komm da raus. Du bist definitiv da weg. Ja, ganz schnell. Ganz schnell raus da. Ganz schnell raus da, Mädels. Ihr seht auch, wie der hier
Ihr seht hier, wie der feuert ohne Ende. Der schießt ja, das ist ja nicht mehr feierlich, ne? Eigentlich gar nicht hier so ein dummes Manöver von der KI. Hier wird es auf einmal viel, viel schneller. Was damit zu tun hat, dass nicht so viele Einheiten gleichzeitig auf dem Screen sind, ne? Greif hier an. Schieß bitte hier rein. Kannst du hier reinschießen? Unser General macht das wirklich gut. Achtzehn Kills nur? Wie sieht denn das im Nahkampf aus? Verursacht Entsetzen und erzeugt Angst. Kann der so im Nahkampf die Einheiten irgendwie überrollen? Ich weiß nicht, wie das ist. Schauen wir mal gerade. Das ist jetzt natürlich, ja, krass. Ja, ich glaube, wir werden die demigreifenden Reiter nicht behalten. Ich glaube, die sind verloren. Du musst hier die Front stabilisieren. Du musst mal die pistolieren. Nee, warte mal. Ich überlege gerade, was können wir hier noch machen? Wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen durchhalten. Wenn wir Pech haben, schaffen wir es nicht mehr. Bis unsere Verstärkung da ist. Wenn wir Glück haben, schaffen wir es. Aber ich sehe, die Demigreifenreiter werden das hier nicht überleben. Komm, ich aktiviere mal die Sonderfähigkeit. Mit Karl Franz als Anführer sähe das hier auch ein bisschen anders aus, muss man sagen. Ich glaube, da hätten wir auch insgesamt bessere Chancen. Aber unsere Truppen halten ja noch ganz tapfer aus. Kannst du die platt fahren? Immerhin, 24. Im Nahkampf bringt er mir fast mehr, ne? Wie kannst du den wegfeuern? Kannst du den wegfeuern? Scheiße. So ein Scheiß. Unsere Einheiten rennen mal wieder rum und machen irgendeinen Mist, aber sie machen nicht das, was sie sollen. Komm hier, fahr hier weiter durch. Komm, der Dampfpanzer muss hier durch. Kommen halt alle Verstärkungstruppen von da drüben. Aber ihr seht, da blinkt ganz, ganz, ganz viel Rotes, ne? Fokusfeuer. Oh Mann. Muss dazwischen. Schnell. Der darf nicht an die Kanone ran. Versucht's natürlich, ne? Ach du Scheiße. Wo ist der Dampfpanzer? Hier. Da. Angriff, komm, rein da. Ich meine, schaut euch mal an, was unsere Bihänder wegkloppen. Hier 127, 54, 104, 75 haben die schon. 187, das ist ja unglaublich. Die helle Badenträger hier, die sind als letzte in Kampf. Kämpfen momentan gegen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Einheiten mittlerweile. 7 Einheiten halten die auf. Das ist einfach schon eine saukrasse Performance. Du musst jetzt da drüben aushelfen.
du kannst vielleicht hier den Moralbruch erzwingen. Mit einem Charge in den Rücken. Und noch mehr Einheiten zum Flüchten bringen. Das Gute ist, immerhin, jetzt haben wir hier ein Problem mit der Chaosbrut. Aber das Gute ist, dadurch, dass sie so nah an der Deployment Zone stehen, flüchten die halt auch sehr schnell wieder. Ich brauche mal gerade einen Schluck Kaffee. Ja, die Verstärkung kommt. Oh Leute, ich bin so froh. Komm hier, durchfahren. Und einfach alles wegmetern, was noch irgendwie kommen kann. Kannst du die wegfetzen? Wäre sehr, sehr geil. Kannst du die auch noch wegfetzen? Auf die Chaosbrut mal anlegen. Schuss in den Rücken hier. Schuss in den Rücken hier. Das sind die normalen Demigreifenreiter, ne? Die werden gerade beschossen. Du bist noch hier mit 6 Mann unterwegs. Okay. Jetzt komm raus. Komm. Moral ist gebrochen da drüben. Kannst raus. Kannst raus, Junge. Komm. Raus hier. Raus, raus, raus. Kommt die Chaosbrut angestiefelt. Die will dir fressen. Okay. Nice. Verfolgen. Du bist wieder da. Du musst jetzt hinten dicht machen. Hier irgendwie. So, glaube ich. Hat auch gut geklappt. Die flüchten auch. Hier auf jeden Fall attackieren. Legt noch weiter an auf die. So, Chaosbrut. Mit den zwei Händern angreifen. Du kommst. Nee, warte. Du bleibst da drin. Attackier mal seinen Zauberer. Du machst hier einen super Kampf, auf jeden Fall. Und wir holen jetzt hier die Kavallerie raus. Komm. Okay, die sind gebrochen, die kommen auch nie wieder zurück. Du brichst jetzt hier bitte dann auch den letzten Widerstand. So, jetzt müssen wir uns hier überlegen, kommt von hier noch was? Ich würde fast sagen, nein. Wo ist der Panzer? Hier, da. Weiter drauf. Also es ist einfach nur, der Panzer ist total krass. Ich glaube auch mittlerweile fast, man sollte die Höllenfeuersalvenkanonen einfach wegen der doch sehr niedrigen Reichweite, ich meine, wir sehen auch, die Kills sind nicht so überragend, austauschen gegen Dampfpanzer und dann einfach mit 2 oder 3 Dampfpanzern spielen. Und hier, das Infanterie-Setting hier, das hat sich bisher als sehr effizient erwiesen, wie ich finde. Das hat bisher gut geklappt und das ist dann mit den Panzern einfach eine super starke Unterstützung. Die Hellebardenträger, ja, seht ja, was die aushalten. Selbst die Bierhänder, obwohl die kein Schild haben, sind die unglaublich stark. Die hauen im Nahkampf halt so richtig rein. Das ist einfach beeindruckend gut. So, da sind jetzt die Bierhänder im Kampf gegen die Chaosbrut. Du schießt jetzt bitte auf die. Und du schießt bitte auf die. Oder warte, wir schaffen das auch so. Du musst auf jeden Fall hier im Zentrum bleiben. Denn jetzt wird es hier ein bisschen gefährlich. Kannst du noch auf irgendjemanden Interessantes schießen? Vielleicht auf ihn? Und benutze halt nochmal deine Sonderfähigkeit. Die ist relativ schwachsinnig irgendwie, wie ich finde. Aber okay. So, der Dampfpanzer. Hat seine Runde da drüben gemacht. Hat uns hier wirklich viel Luft verschafft. Und wird jetzt hier mit seinem Job weitermachen. Du rückst mal wieder rein ins Zentrum. Nee, warte, du machst hier den fatalen Ansturm gegen die Chaosbrut. Krach, bumm und weg ist die Einheit. Komplett vernichtet. Okay.
Sehr, sehr schön. 45 helle Bartenträger, die jetzt hier geeignet sind, um die Front da zu stabilisieren. Und du kannst im Zentrum aushelfen. Das einzig Doofe ist halt hier diese Chaosbrut. Die kriegen wir momentan gerade nicht gut weg. Wir schießen schon drauf. Aber die ist sehr, sehr hartnäckig. Hier drüben haben wir die Kanonen mal wieder in einen total überlegenen Nahkampf verwickelt. Attackier du vielleicht mal da drüben. Oder ne, warte. Ein Charge hier müsste eigentlich genügen. Und ein Charge hier in den Rücken müsste auch nochmal stark sein. Und dann machst du hier bitte kurz einen Prozess mit seinen Kanonen. Und du rückst hier raus. Du gehst hier und stabilisierst das Zentrum. Feindliche Kommandant ist tot. Das ist eine hervorragende Voraussetzung. Oh Gott, der Flüche. Schaut euch an, wie der die gegnerischen Einheiten aufreibt. Naja. Sehr schön. Angriff. Ich bin froh, dass wir die Demigreifen behalten haben. Wir haben, glaube ich, noch keine Einheit vollständig verloren. Sind allerdings kurz davor, hier unsere helle Badenträger zu verlieren. Insofern vielleicht hier nochmal die Möglichkeit, nicht die helle Badenträger, Entschuldigung, die Bierhändler zu verlieren. Insofern hier vielleicht nochmal der wichtige Zeig für uns, jetzt mit den Bierhändlern hier rauszugehen und die übrig gebliebenen helle Badenträger drauf zu werfen. Der nächste feindliche Kommandant ist gestorben. Das muss es jetzt gewesen sein. Upsala, falsche Taste. Ich wollte jetzt hier ein bisschen in den Kinomodus wechseln. Sieht man, wie die Chaosbrut noch kämpft gegen unsere Ritter. Kommt der nächste Sturm. Hier drüben, die Kanonen scheinen noch nicht verlassen zu sein. Dann schießen wir ihnen halt die Besatzung weg. Okay. Und jetzt sehen wir hier, da flüchtet alles. Okay, ich bin begeistert. Unsere Truppen haben hervorragend gekämpft. Wobei, wir könnten eigentlich hier mit euch noch ein bisschen verfolgen. Du kannst hier drüben dich noch aufstellen und dann schießen wir da ein bisschen was weg. Wo ist der Dampfpanzer? Er trifft nicht. Aber komm, geh in den Nahkampf. Vielleicht schaffe ich ihn im Nahkampf. Du bist auf jeden Fall da drüben. Was man das Luminarium kann nochmal. Ich werde die Höllenfeuer-Salbenkanonen bei Zeit austauschen. Komm, den schaffen wir noch, den General. Ich glaube, wir haben alle Generäle getötet. Kann das sein? Kann das sein? Lauf du mal da hinten an. Ja, Leute, das war's, ne? Ich weiß, jetzt kommt wieder der Spruch, Günner, zoom mal näher in die Schlachten rein. Aber Leute, das hätte man nicht, diese Schlacht hätten wir wahrscheinlich nicht gewonnen, wenn wir dauernd in die Einheiten reingezoomt hätten. Und für mich ist es hier sehr wichtig, diese Schlacht zu gewinnen. Das war doch eine super knappe Nummer. Oh so. Ich meine, man hat ja auch gesehen, ich hab ein ganz kleines bisschen habe ich versucht zu zeigen, was halt so passiert ist. Aber man sieht, schaut euch das einfach halt nur mal an, was hier an toten Chaos-Barbaren liegt. Da, das sind alles tote Chaos-Barbaren.
diesmal. Okay, das war's. Ach, der schießt mit den Mörsern. Okay. Ey, der Dampfpanzer, Leute. Ich bin Dampfpanzer-Fan. Nein, schon nicht, der bleibt da. Komm, greif da mal an. Und ihr könnt jetzt darüber, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich werde die austauschen für Dampfpanzer. Meine Güte. Wie krass ist das, ey. So, bitte dreifache Geschwindigkeit. Das dauert jetzt hoffentlich nicht mehr lang. Wir wollen ja hier noch ein paar Einheiten aufreiben. Boah, ey, die demigreifenden Reiter sind ja sowas von schnell. Meine Güte. Einer der Zuschauer hat gemeint, dass die Dampfpanzer so ein bisschen aussehen wie so Kriegsgeräte, die Leonardo da Vinci mal entworfen hat. Ich habe jetzt leider keine Information darüber, dass Leonardo da Vinci irgendwann mal Panzer designt hat, aber ich finde das schon sehr krass. Auf jeden Fall, ich finde, der Dampfpanzer sieht sehr cool aus. Schade, ich kann nicht... Doch, ich kann in den Dampfpanzer rein. Das ist so asozial. Hinterherfahren und dann mit dieser Dampfkanone hier rumschießen. Und natürlich meine Lieblingsattacke, drüberfahren. Oh, ouch. Ja, stopp. Ich möchte ja gerne hier noch weiter attackieren, ne? Kann ich die nicht mehr attackieren? Sind die schon aus der... Ja, die sind schon raus aus der Zone. Schade. Ja, dann mach nichts mehr und bleib einfach nur stehen. Aber ich greife jetzt auf jeden Fall an. Ich will hier mitnehmen an Einheiten, was geht. Also jede eine, die ich hier noch platt machen kann, nehme ich mit. So krass, ey. Ich speichere mal die Wiederholung. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass es irgendwann nochmal klappt. Ich werde da nochmal reingucken, auf jeden Fall. Krass. Also sagen wir mal so, wenn Aldebaran die Kavallerie, mehr Kavallerieeinheiten gehabt hätten, wäre das noch eindeutiger für uns ausgegangen. Ja, wir haben fast die Hälfte unserer Truppen verloren, ne? Hä? Wieso haben die das überlebt? Der hat null, der muss eigentlich auch tot sein. Genau, tot. Ach, die eine Armee ist komplett vernichtet. Und der ist auch tot, genau. Hä? Verstehe ich nicht. Wir holen uns den Führerschaftsbonus. Ja, peace. For that is all I ever want. Nee. Ja, ist klar, dass die sich noch bewegen können. Ah, nee, warte mal, der hat angegriffen. Das Doofe ist nur, wenn Kislev die jetzt nicht platt macht, ja, ich komme wahrscheinlich nicht an die anderen ran. Mission fehlgeschlagen. Ja, Mission erteilt. Irgendwas mit den Vampiren mache ich nicht. Feind im Kampf getötet und Feind im Kampf getötet. Krasser Scheiß, Leute, das war echt heftig. 3 Chaos-Generäle ausgeschaltet. Oh yes. Oh, wir haben so gut Verstärkung gekriegt. Oh, Leute, ist das gut. Wir nehmen die Hold the Line-Fähigkeit. Und alles andere sehen wir im nächsten Part. Erstmal gucken wir hier. Also, Schlacht bei Prag. Entscheidender Sieg. Rang erhalten, Frieden verhandelt.
War abgeschlossen, egal. Einheit rekrutiert, egal. Mission für geschlagen und Mission erteilt. Okay, gut. Dann bedanke ich mich bei euch ganz herzlich fürs Zugucken. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Part wieder dabei seid. Wir werden weiter gegen das Chaos kämpfen. Und ich hoffe, wir erwischen den Archaon jetzt mal bald. Und ich habe viel... Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Und ich habe viel gelernt über die Vorgehensweise, wie man seine imperiale Armee zusammenstellt. Und du hast noch keine Höllenfeuer-Salvenkanone rekrutiert. Das ist hervorragend. Ja, hier habe ich ja zum Glück einen Dampfpanzer mehr. Wir gucken mal, wie diese Kombination hier läuft. Bewährtes Prinzip auf jeden Fall. Ich glaube, da kann was gehen. Du kannst auf jeden Fall aber schon mal da hochlaufen. Das Luminarium kannst du auch noch mitnehmen. So. Wunderbra. Wir sehen uns im nächsten Teil. Macht's gut bis dahin. Sigma mit euch.